Dazu wird meistens versetzt gefahren. Wir haben hier also diverse Modelle, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Die ersten 5 Fahrzeuge, das sind alles Pistenbully PB 600 mit diversen Ausstattungen, da gehen wir gleich näher drauf ein. Danach folgen dann die kleinen Brüder, nämlich danach folgen PB 400 zweimal. Das sind also top aktuelle Maschinen, die sind heute auch so im Einsatz. Dann kommen 2 Fahrzeuge, die kommen aus den 80er Jahren. Das waren PB 200. Das erste von diesen beiden ist noch im Originalzustand, so konnte man früher mal kaufen. Das dahinter ist umgebaut. Und dann folgt noch ein silbernes Fahrzeug, das von einer anderen Herstellerfirma, das ist ein Prinot Bison X. Das ist auch wieder für speziellen Einsatz vorgesehen, aber da gehen wir gleich näher drauf ein. Also man sieht es jetzt hier, sie fahren dann versetzt, um dann die Flächen zu präparieren. Wenn die großen Flächen dann fertig sind, sieht es also so aus, dass man sich dann aufteilt. Es werden dann Ziehwege präpariert, Steilhänge repariert, Skistationen sogenannt ausgeräumt, also Schnee wieder hingeschoben oder weggeschoben. Und es gibt also diverse Sonderfahrzeuge auch im Pistenbully-Bereich, um die Skipisten heutzutage perfekt zu präparieren. Sagt man sich gut Pistenbully und Skifahren, das hängt ja irgendwo zusammen. Das ist richtig, aber der eigentliche Ursprung der Pistenraupe ist etwas ganz anderes. Der hatte nämlich mit Skifahren überhaupt nichts zu tun. Die Entstehung der Pistenraupe stammt von der Schweizer Armee. Denn die hatten das Problem, ihre Soldaten im hochalpinen Gelände zu transportieren. Panzer im Tiefschnee ging nicht und Kettenfahrzeuge und Radfahrzeuge auch nicht. Und so ist die Schweizer Armee halt auf die Idee gekommen, ein Kettenfahrzeug mit sehr breiten Ketten zu bauen. Und das war eigentlich die Entstehung dieser Pistenraupen heutzutage. Und man stellte halt dann dabei fest, dass diese Raupen durch die breiten Ketten den Schnee schön verdichten. Und dadurch halt die Skipiste viel, viel besser wird, als wenn sie nur so locker angefahren wird. Und man ging also damals hin und entwickelte sehr viele Raupen. Es gab auch sehr, sehr viele Hersteller. Jeder versuchte sich in diesem Markt. Aber leider sind die meisten alle nicht mehr existent heutzutage. Vielleicht den einen oder anderen Oldtimer gibt es nicht. Selbst die Firma Bombardier hat früher mal Pistenraupen gebraucht. Dann gab es die Firma Radhack, also es gibt sehr, sehr viele Firmen. Heutzutage sind es eigentlich nur noch 2 große, die wir auch beide halt praktisch hier vertreten haben. Aber dann ging es weiter, dann die Ketten reichen irgendwann nicht mehr. Dann kam man auf die Idee, vorne ein einfaches Schild zu montieren und Schnee zu verschieben. Und das klappte sehr gut und dann kamen die ersten Nachlaufeinrichtungen. Das haben wir bei unseren beiden Alpenraupen. Das ist also wirklich nur hinten ein Brett und eine Walze. Da hebt sie auch gerade an. Damit wurde dann hinten einfach noch etwas geglättet. Heutzutage ist es also so, dass die Raupen über eine sogenannte Fräse verfügen. Das ist hinten eine Welle mit Zähnen, die den Schnee durchfräst und mischt. Und nachher mit diesen gelben Teilen hinten dran, die sogenannten Finisher, wird es dann geglättet und es gibt dann diese schönen Spuren. Diese Fahrzeuge verfügen im Original über 500 bis 580 PS Motorleistung. Aber dieser Motor geht auf kein Getriebe, sondern nur auf Hydraulikpumpen. Es werden also 3 Hydraulikpumpen mit diesen 580 PS verteilt. Davon sind 2 Hydraulikpumpen alleine nur dafür da, die Ketten zu betreiben. Und die dritte Hydraulikpumpe ist, um die Fräse anzutreiben. Also das geht an Leistung drauf. Die Hydraulik hat halt den Vorteil, wenn man was stecken bleibt oder verstopft, geht kein Getriebe kaputt, sondern nur das Öl wird heiß. Das ist also viel effizienter. Dann haben wir hier auch noch eine Pistenbully, der fährt hier in grün durch die Gegend. Das hat also eine Bewandtnis. Auch die großen Hersteller steigen auf die Elektroantriebe um. Da ist es also so wie hier bei unserem Modell. Im Original wird dieses Fahrzeug mit Elektromotoren angetrieben. Aber leider ist die Technik da noch nicht so weit, dass es sich also weiter durchsetzt, weil die Elektromotoren einfach noch diese Leistung erzeugen können, wie die Hydraulikaggregate.
Dann haben wir jetzt hier noch drei Fahrzeuge, die haben Aufbauten. Der eine oder andere sagt, gut, der eine hat einen Kran drauf. Was ist das andere? Das andere ist eine sogenannte Winde. Diese Winde wird eingesetzt, um im Steilhang bergab und bergauf Schnee zu bewegen. Für die Steigfähigkeit braucht die Pistenraupe das nicht. Sie fährt also problemlos 100% Steigfähigkeit, aber sie kann dann keinen Schnee mehr bergauf schieben. Das war ja früher auch das Problem, dass in den meisten Skigebieten zum Skisaisonende der Schnee im Tal lag und nicht auf dem Berg, weil jeden Abend wurde Schnee ins Tal geschoben, um die Piste zu präparieren. Aber dank dieser Windentechnik ist es also heute möglich, den Schnee, den die Skifahrer ins Tal drücken, wieder hochzufahren. Dazu sucht man sich einen Ankerpunkt, das können Felsen sein, das können Bäume sein, das können Lifte sein. Der Kollege macht das jetzt auch gerade hier oben, er fährt dann an den Ankerpunkt mit seiner Winde. Und dadurch hat er dann die Möglichkeit, wenn er dann im Tal ist und wieder bergauf fährt, zusätzliche Schubkräfte von bis zu 4 Tonnen abzurufen, was ihm dann das problemlose Schneeaufwärtsschieben ermöglicht. Das ist also so, und das ist auch diese Gefahr, warum Max präpariert wird. Auf dieser Winde ist ein Seil von 1,2 bis 1,5 Kilometer Länge. Und dieses Seil wird auch komplett abgerollt ins Tal. Dabei verschwindet das Seil in Schneebergen auf Kuppen. Und wenn der Fahrer dann unten im Tal eine Querbewegung macht, schnellt dieses Seil gigantisch schnell über die Piste und würde einen Skifahrer also zerreißen. Das ist auch ein Grund, warum nur noch nachts präpariert wird. Er hat also jetzt diese Winde eingehängt und begibt sich jetzt ins Tal, um dann Schnee aufwärts zu schieben. Es ist auch so, die ganze Windentechnik sitzt auf dem drehbaren Oberbau. Das hat den Vorteil, dass das Seil keinen Drall bekommt. Das ist dasselbe wie zu Hause, ein Verlängerungskabel aufrollen über den Arm und dann loslassen, es wirkt so schöne Schleifen. Das verhindert halt diese frei drehende Winde. Im Original, wie gesagt, 4 Tonnen Zugkraft. Hier ist es also so, er hat das dann sogar realisieren können. Er hat 2,5 Kilo Zuglast auf seiner Winde zusätzlich und könnte also hier bei uns auch die Steilwand hochkommen, wenn wir sie hätten. Es wäre problemlos für diese Raupe möglich. Alle anderen Raupen würden hängen bleiben, weil sie Schlupf bekommen. Das ist nämlich auch noch der zweite Punkt. Heutzutage sind die Pisten glatt und gerade. Man greift also die Natur ein. Die ganzen Senken und Hügel werden mit Schnee zugeschoben. Und so kann es also leicht passieren, dass man auf einer Piste Schneehöhen von 50 cm hat. Aber 20 Meter weiter sind schon wieder 7 Meter, weil man eine Senke zugeschoben hat. Und da rutscht dann der Bulli zwar rein, würde aber auch rauskommen, aber er würde halt alles auffühlen. Und da greift dann die Winde auch wieder ein, um den Schlupf zu verhindern. Bei diesem Modell ist es also so, es wird alles mit Servos realisiert. Hier ist also keine Hydraulik verbaut oder sonstiges. Es wird alles über Seilzüge und Servos bedient. Wenn wir noch ein anderes Modell, das steht hier oben auf diesem kleinen Schneehügel. Das Modell zum Beispiel wird komplett mit Hydraulik gesteuert. Das ist auch für einen Spezialeinsatz entwickelt worden, nämlich um Funparks zu bauen. Die Verfahrwege des Schildes und hinten der Fräse sind also sehr, sehr hoch. Man sieht das auch, wie tief er dieses Schild abklappen kann. Das können die normalen Pistenraupen also nicht, sondern das können nur diese sogenannten Parkbullis. Den haben wir dann nochmal auch in Rot-Schwarz hier vorne laufen. Das ist dann auch wieder ein sogenannter Parkbulli. Da ist es aber wieder so, der Kollege hat alles über Servos gemacht. Es geht also auch, diese extremen Bewegungen gehen auch mit Servos. Es muss keine echte Hydraulik sein. Dann haben wir noch eine dritte Raupe hier stehen, die etwas Besonderes hat, nämlich sie hat einen Kran montiert. Und da ist es also so, das ist keine Spielerei von uns. Solche Fahrzeuge gibt es wirklich. Denn auch im Winter haben Seilbahnen Defekte und es muss repariert werden. Einen normalen Kran
oder LKW mit Kran würde man natürlich nicht mehr auf die Skipisten bekommen im Schnee. Deshalb hat man Pistenraupen genommen, hat den einen Bagger auf, einen Kran aufgesetzt, womit dann gearbeitet werden kann. Bei unserem Kollegen ist also auch der Kran komplett hydraulisch gesteuert. Er versucht also jetzt gerade hier eine neue Rollenbatterie einzuhängen, damit dann halt die Seilbahn wieder fahren kann. Diese Fahrzeuge werden dann auch nicht in der normalen Pistenpflege eingesetzt, sondern eigentlich nur für Sonderaufgaben. Man sieht sie auch sehr selten, weil sie in erster Linie meistens in Gletschergebieten eingesetzt werden, weil da stehen auch die Masten von den Seilbahnen mit auf dem Gletscher. Und da die Gletscher wandern, muss dann auch das ein oder andere Mal nachjustiert werden. Dann haben wir hier aber noch ein anderes Modell, ein sehr großes Modell. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu. Wie gesagt, was wir eben schon sagten, das sind also alles Modelle im Maßstab 1 zu 12. Zum einen sind es Raupner-Fahrzeuge aus den 80er Jahren, die es heute nicht mehr gibt. Man hat dann dieses Fahrwerk genommen und auf dem Fahrwerk neu aufgebaut. Aber es gibt Gott sei Dank schon seit Jahren wieder einen Kleinserienhersteller. Die Firma Piston King stellt inzwischen komplette Pistenraupen her, was für unsere Art des Hobbys natürlich sehr schön ist, dass man auf Fertigteile zurückgreifen kann. Man kann also bei ihm ein Komplettmodell bestellen oder auch nur Teile davon. Das ist also dank der Firma Piston King heutzutage möglich wieder. Früher musste man alles selbst irgendwie entwickeln, weil es nichts mehr gab in diese Richtung, weil es halt eine sehr, sehr kleine Modellbausparte ist. Und die großen Hersteller einfach sagen sich, das ist zu klein, das bringt uns nichts. Dann haben wir jetzt gerade noch das nächste Modell. Das ist im Maßstab 1 zu 8. Hat man also schon mal einen Größenvergleich. Da ist es auch so, es ist alles selbst gebaut. Da gibt es auch nichts mehr zu kaufen für, außer das Material. Und alles andere ist in Eigenarbeit. Da ist es zum Beispiel so, vielleicht mal Zahlen zu nennen, dass eine dieser Ketten hat etwa 2000 Schrauben. Also muss man 2000 Mal Löcher bohren, 2000 Mal in die Mittenschraube schneiden und auch 2000 Mal verschrauben. Da geht schon mal locker 3, 4, 5 Monate ins Land, um so eine Kette zu bauen. Das Modell liegt jetzt bei einer Bauzeit von etwa 3 Jahren. Und das werden wahrscheinlich noch 1, 2 Jahre vergehen, bis es dann endgültig fertig ist. Es gibt aber auch noch kleinere Maßstäbe. Nämlich es gibt noch einen Maßstab 1 zu 16. Da haben wir ja auch 1, 2 Modelle, die kommen jetzt auch noch ins Spiel. Da ist es also so, gibt es von der Firma Dicky. Aber es ist ein reines Spielzeug. Da ist auch wieder Piston King hingegangen, hat sich das mal vorgenommen und bietet dafür dann zum Beispiel auch ein richtiges Fahrwerk und richtige Ketten an, um das Fahrvergnügen einfach zu erhöhen. Da ist es also so, dass alle Fahrzeuge, die sich jetzt hier gerade bewegen, zu 100% draußen tauglich sind. Das heißt, selbst im Winter treffen wir uns und fahren damit auf dem echten Schnee. Das ist also problemlos möglich. Wir sind alle schneetauglich und von uns ist eigentlich jeder schon auf dem Schnee gefahren. Es gibt aber noch kleinere Modelle. Maßstab 1 zu 32. Das ist dann unter anderem auch der Maßstab, woraus unsere Seilbahnen sind. Da gibt es auch ein fertiges Modell ferngesteuert. Nimmt man aus der Verpackung, tut den Akku rein und kann fahren. Es gibt noch viel kleinere Maßstäbe, aber das ist dann wieder alles selbst gebaut. Mikromodellbauer bauen also schon den Maßstab 1 zu 87. Das ist Eisenbahngröße, Spur H0. Und es gibt sogar einen Pistenbully im Maßstab 1 zu 160, Spur N, der ist auch noch ferngesteuert. Das sind dann mal Mikromodellbauer. Das sind auch Modelle, die dann nicht mehr hier so eingesetzt werden können. Dann haben wir aber noch andere Winterfahrzeuge hier stehen. Es ist also nicht nur so, dass wir nur die Pistenraupen haben zum Skipisten präparieren. Im hochalpinen Gelände ist ja das Problem noch, dass die Passstraßen meistens im Winter tief verschneien. Und dafür werden andere Fahrzeuge eingesetzt. Früher ist man dann mit der Schaufel und dem Bagger und der Planierraupe losgegangen. Das macht man heute nicht mehr. Heute geht man hin, oder es sind dann Schneefräsen entwickelt worden.
Diese Schneefräsen haben nur die Aufgabe, Schnee zu Passstraßen frei zu fräsen und sonst nichts mehr. Dann werden wir jetzt gleich auch noch eine sehen, die im Betrieb ist. Und der Kollege kommt aus der Schweiz, also er kennt die Situation des Schnees sehr, sehr gut und hat sich damit auch mal auseinandergesetzt. Also die Fahrzeuge, die sind rein dafür da, die Passstraßen freizuräumen. Bei dem Modell ist es auch wieder so, es gibt nichts fertig zu kaufen, man muss alles selber machen. Und es stecken also bis zu 600, 800, 1000 Arbeitsstunden drin. Material brauchen wir das gar nicht zu sprechen. So, der erste Kollege aus der Schweiz startet mit einer sogenannten Peter-Petra-Fräse. Man hat also vorne ein Fräsrad und darüber sind zwei sogenannte Termine, die den Schnee dann in bestimmte Richtungen schleudern. Bei diesem Fahrzeug ist es also so wie im Original, er hat Allradantrieb und Allradlenkung, um einfach diese Passstraßen freizuräumen. Er frisst sich also jetzt hier gerade durch unseren Kunstschnee durch. Dabei hat die Fräswelle, fährt er vielleicht mit einem Viertel Leistung. Mehr hat die gar nicht, braucht sie hier gar nicht. Im echten Schnee muss er also schon die Leistung sehr, sehr weit hochfahren. Er frisst sich also hier problemlos durch und kann die Kanonen verstellen, die Kamine, um den Schnee in die passende Richtung zu bringen. Das sind halt seine reine Sonderfahrzeuge, die nur im Winterland zum Einsatz kommen, um ein paar Straßen freizuräumen. Angesteuert vorne die Fräse, also die Bewegung rauf und runter zur Seite kippt und die Kamine, das wird auch wieder alles über eine echte Hydraulik gemacht. Über einen Motor. Der Motor hat eine Leistung von etwa 1 PS, die er jetzt da drin hat zum Antreiben. Man sieht auch schon, dass da Leistung hintersteckt. Hier und da kommt es ab und zu mal vor, dass diese Kamine verstopfen. Das liegt daran, weil unser Schnee für die Verhältnisse vom Modell zu groß ist. Eigentlich müsste der Schnee sein wie Mehl, aber dann kann man damit hier nicht mehr vernünftig fahren. Ich sag mal, für die Größenrelation ist es jetzt so ungefähr, dass man Tischtennisbälle regnen lässt. So ist das Verhältnis unserer Modelle zum Schnee. So, jetzt startet noch die zweite Mal an der Schneefräse. Hier, das sind also eine Räuber Sauer R600. Das ist nur so eine noch leistungsstärkere Maschine, hat auch noch ein paar Besonderheiten, die wir jetzt gleich mal demonstrieren. Er hat nämlich zum einen diesen Auswurfkamin, den man regeln kann. Zum zweiten hat er aber auch noch eine Weitwurfvorrichtung. Er kann seinen Auswurfwinkel so verstellen, dass man den Schnee über 100, 150 Meter weit schleudern kann, um halt im Hochgebirge dann talwärts den Schnee weit zu bringen. Ja, man hört es schon, er fährt also gerade vorne die Schleuder hoch. In diesem Modell ist ein 2,5 PS starker Elektromotor verbaut. Und er hat jetzt diesen Seitenauswurfkamin offen. Damit kann er also den Schnee in viel, viel weitere Entfernungen schleudern als die zweite Fräse. Er hat aber auch noch diesen Kamin oben drauf. Das ermöglicht ihm dann, wenn er die erste Spur gefräst hat, LKWs zu beladen, die den Schnee dann wegbringen. Also man sieht hier schon, was da eine Leistung hintersteckt. Das ist also im Original dann auch problemlos möglich, dass das Schnee diese Weiten und Höhen erreicht. Jetzt hat er das Problem, dass er nicht genug sieht. Aber das ist für den Fahrer an diesem Modell eigentlich kein Problem. Denn er klappt dann einfach die Kabine aus und hat eine bessere Sicht. Das ist also im Original auch so, weil die Schneewände ja locker 2-3 Meter sind, damit man sieht, wo man hinfährt. Klappt man die Kabine hoch und kann weiterfahren. Hier ist es auch wieder ein kompletter Eigenbau, hydraulisch angetrieben und etwa auch wieder 700 bis 800 Arbeitsstunden. Und er hat halt mit diesem Seitenkamin eine viel, viel höhere Auswurfleistung und kann jetzt nicht viel weiter transportieren. Ja, jetzt sieht das Ganze also wie gesagt hydraulisch. Da ist es auch wieder so, diese beiden
Rädern sind 100% stehtauglich.